بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه اللهم لك الحمد ولك الشكر كله وإليك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله لك الشكر كله ولك الحمد كله لا إله إلا أنت سبحانك لا إله غيرك ولا رب سواك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى werden wir heute über ein sehr wichtiges Thema sprechen. Wie schon angekündigt, werden wir inshallah heute über den Koran sprechen. Wir werden über den Koran sprechen, denn der Monat des Korans steht bevor. Denn der Koran ist dein Weg zum Paradies. Denn der Koran ist deine Errettung, ist unsere Errettung. Denn dein Koran, das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, ist der Erfolg von Dunya und Akhira. Der Erfolg von Dunya und Akhira. Deswegen werden wir inshallah in diesen Minuten bi'idhnillahi azza wa jal über den Koran sprechen. Und ich danke Allah subhanahu wa ta'ala ashkuruhu wa ahmaduhu ala hadhihi ni'ma wa annahu jama'ana ala hadha al-khayr. Ich danke Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns versammelt hat, dass wir über den Koran sprechen. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte im Hadith, der authentisch überliefert wurde in Sahih Bukhari, er sagte, es gibt kein Volk, es gibt keine Gruppe von Menschen, die sich versammeln, um den Koran zu lernen, über den Koran zu lernen, den Koran zu rezitieren, und über den Koran sich Gedanken machen, außer dass Allahs Barmherzigkeit auf sie herabkommt. Dass Allah subhanahu wa ta'ala seine Barmherzigkeit herabkommen lässt auf diese Gruppe von Menschen. Und ich bitte Allah azza wa jal, dass das diese Gruppe ist, alle die hier sitzen und alle die dabei sind, die live dabei sind, egal wo man sitzt. Dass Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denen gehören lässt, über die Allahs Barmherzigkeit herabkommt. Und dass die Engel diese Sitzung Gesellschaft leisten. Und dass die Barmherzigkeit von Allah azza wa jal uns umgibt. So wie es in dem Hadith, authentischen Hadith überliefert wurde. Und in der Überlieferung, und dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute erwähnt. Dass diese Leute, die Allah gedenken und sich treffen, um Allah zu gedenken, dass Allah subhanahu wa ta'ala so zufrieden mit ihnen ist, dass er sie erwähnt bei seinen, bei den Engeln, subhanallah, mit Namen. Und liebe Geschwister, wir leben in einer sehr, sehr schwierigen Zeit. Sehr, sehr schwierigen Zeit. Und die Menschheit ist in sehr, sehr großen, oder lebt eine sehr, sehr große, man kann vielleicht sagen Krise oder eine sehr, sehr schwere Zeit und Epoche. Eine Zeit, in der die meisten Menschen weit weg sind von Allah. Weit weg sind von der Rechtleitung. Weit weg sind von Allah subhanahu wa ta'ala und weit weg sind vom Paradies. Sehr, sehr weit weg. Und das ist im Allgemeinen so. Aber jetzt gerade, es leben die allermeisten Menschen, die gerade leben, die glauben nicht an Allah.
Und die allermeisten Menschen, die gerade leben, die an Allah glauben, sind schwache Gläubige und sind weit weg von Allah subhanahu wa ta'ala, sind weit weg vom Koran. Und deswegen ist der Zustand so, wie der ist. Und deswegen, liebe Geschwister, wir haben sehr, sehr viele Probleme auf dieser Erde. Wirtschaftliche Probleme, ökonomische Probleme, gesellschaftliche Probleme, gesundheitlich, alles mögliche an Problemen. Fitna überall und alles. Überall und in allem. Und die Lösung für alle Probleme auf dieser Erde sind im Koran. Probleme, die, um alle Probleme zu lösen, die es auf dieser Erde gibt, der Koran. Darin ist die Heilung, darin ist Shifa, darin ist die Wahrheit. Aber es ist nur dann, wenn man darüber nachdenkt. Wenn man darüber nachdenkt und wenn man es damit lebt und es praktiziert. Und dann gehen wir ein bisschen zurück, liebe Geschwister, und wir schauen auf manche Menschen, die den Koran reflektiert haben, gehört haben, reflektiert haben und danach gehandelt haben, was Allah mit ihnen gemacht hat. Wir gehen 1400 Jahre zurück in die Geschichte und sehen, was passiert ist mit Leuten, die vor 1400 Jahren gelebt haben, als der Koran zu ihnen gekommen ist. Zur Zeit des Propheten Muhammad sallam, in der Zeit der Jahiliyyah, wo Menschen wie Al-Aus und Khazraj, die zwei Stämme, großen Stämme von Medina, sich bekämpft haben, sich getötet haben, Nachbarn, wegen gar nichts, ohne Grund sich gegenseitig getötet haben, massakriert haben. Warum? Weil sie unwissend waren und in der Zeit der Unwissenheit gelebt haben, weil sie ohne Rechtsleitung, ohne Moral, ohne Rechtsleitung gelebt haben. Und Menschen wie auch in Quraysh, in Mekka selbst und überall auf der Erde, wo Frauen zum Beispiel verkauft wurden, verliehen wurden, lebendig begraben wurden, Mädchen, kleine, neugeborene Mädchen, einfach begraben wurden, wo man keine Werte hatte, was der Koran mit diesen Menschen gemacht hat. Wir schauen zum Beispiel auf einen Menschen, auf Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Dieser Mensch war so hasserfüllt, yarhamukallah, so hasserfüllt gegenüber dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er hat sich fest vorgenommen, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu töten. Und er ist auf dem Weg. Er hat sich auf den Weg gemacht, er ist schon dabei, diese Tat, Mord zu begehen, an wen? An den Propheten Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, in diesem Augenblick gerade, der ist quasi ein Satans Schwert. Ein Satan in Person, subhanallah. Er ist auf dem Weg, den Gesandten Allahs zu töten. Gegen Allah und seinen Messenger und gegen seinen Propheten und gegen den Koran und den Islam zu kämpfen. Und schaut mal, subhanallah, als er auf dem Weg war und nach ihm gefragt hat, und dann hat man ihm gesagt, warum gehst du nicht erstmal zu deiner Schwester? Die hat doch selber den Islam angenommen. Und er wusste das nicht, weil es war versteckt. Und dann ist er vor Wut in das Haus von seiner Schwester geeilt und hat ihren Mann geschlagen. Und hat sie geschlagen und sie gepackt. Und dann hat er gesehen, dass sie ein Blatt haben, worauf Koran geschrieben war. Und er wollte das nehmen, hat sie gesagt, nein, du darfst es nicht anfassen, du bist unrein. Du bist ein Götzendiener und unrein. Wenn du es anfassen willst, dann nimm ein Bad. Säubere dich, dann kannst du es haben. Und das ist Umar ibn Khattab. Aber schaut mal, liebe Geschwister, was dieser Koran gemacht hat mit Umar ibn Khattab, innerhalb von wenigen Minuten, von dem größten Feind Allahs und seines Gesandten, und des Korans. Und er hat wenige Verse nur gehört. Der hat nicht den ganzen Koran Khatm gemacht. Oder einen halben Koran oder Tafsir gelesen. Er hat nur wenige Koran-Verse gehört. Und dann ist das Licht reingegangen in sein Herz von Hidayah. Und er hat den Islam angenommen. 5 Minuten davor, er war auf dem Weg, den Propheten zu töten. Und dann ist er was geworden? Ist er ein Wali von den Awliya von Allah geworden. Er ist Umar ibn al-Khattab geworden, der nach 1400 Jahren Millionen von Menschen auf dieser Erde nennen ihre Kinder Umar und sind stolz, dass sie Umar heißen.
Und jeder, der auf den Minbar geht, vom Prophet Muhammad, um eine Khutbah zu halten, er überliefert die Hadithe von Umar oder die Geschichten von Umar und was Umar gemacht hat für den Islam. Und er ist der zweitbeste Mensch nach den Propheten. Nach allen Propheten der zweitbeste Mensch. Was hat ihn diesen Wechsel, was hat ihn transformiert von diesem Menschen zu diesem Menschen? Das war der Koran. Und das sehen wir nicht nur bei Umar, sondern das sehen wir bei sehr, sehr vielen anderen Sahaba radiallahu anhum und anderen Menschen und Gelehrten, die Alkoholiker waren, Götzendiener waren, Mörder waren, Vergewaltiger, alles Mögliche. Alles Mögliche an schlimmen Sachen, die wir uns, wo du nur lebenslang bekommst und mehr. So waren die. Ja? Und dieser Koran hat sie transformiert und sie geändert, dass sie die Besten aller Geschöpfe geworden sind. Und warum passiert das bei uns nicht? Warum passiert das heutzutage nicht bei uns? Natürlich, Allah hat sie ausgesucht, auserwählt für diese Aufgabe, den Propheten Muhammad s.a.w., den Islam nach vorne zu bringen, die halbe Erdkugel zu übernehmen. Aber warum passiert diese Sache nicht in unserer Zeit? Dass wir so sehr vom Koran verändert werden. Und schaut, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Allah fragt, Allah stellt eine Frage. Und diese Frage lautet, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Warum reflektieren Sie nicht eigentlich über den Koran? Warum denken Sie nicht nach, tiefgründig nach über den Koran? Tadabbur. Das Wort kommt von Dubur. Dubur heißt hinten, hintern. Hintern, alles was hinten ist. Ja? Das bedeutet Dubur. Deswegen auch im Hadith, wer Dubur kulli Salatin Ayat al-Kursi liest oder Subhanallah alhamdulillah akbar sagt. Nach dem Gebet. Das bedeutet hinter oder nach. Ja? Das ist so, wie wenn du auf dem Ozean schaust. Du siehst nur die Oberfläche vom Ozean, vom Meer. Aber was ist dahinter? Was ist alles da drin? Was passiert alles da drin? Wer ist da alles drin? Das heißt, tiefgründig kontrollieren, nachschauen, erforschen. Allah sagt, wollen Sie denn nicht über den Koran tiefgründig nachdenken? Und dann sagt er direkt im nächsten Vers, أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Oder sind etwa die Herzen versiegelt? Das heißt, wenn du eigentlich über den Koran nachdenkst und tiefgründig nachdenkst und verstehst und verstehen willst, dann kommst du zu einer richtigen Hidayah, zu der richtigen Rechtleitung. Und dein Herz bekommt Leuchtung, Erleuchtung und sieht den Weg. Und wenn man das nicht macht, nicht versteht, nicht reflektiert, nicht danach handelt, was passiert dann? Allah sagt im nächsten Vers direkt, oder im selben Vers noch, أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Oder sind ihre Herzen, ist ein Lock, es ist verschlossen. Oder sind sie ihre Herzen verschlossen? Und den Vers gibt es zweimal, wo Allah das sagt. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Wollen sie nicht über den Koran nachdenken. Und subhanallah, schaut, wie Allah subhanahu wa ta'ala in einem anderen Vers darüber spricht, über dieselbe Sache, und zwar wenn dieser Koran herabkommen würde, ala jabalin, لَرَأَيْتَهُ was? لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشَّةِ اللَّهِ. Wenn dieser Koran herabkommen würde, auf einem riesigen Berg, ein Berg aus Stein, riesig, hart, groß, gewaltig, ein gewaltiger Berg, der vielleicht Milliarden von Tonnen oder Millionen von Tonnen wiegt. Wenn der Koran darauf herabkommen würde, du würdest diesen Berg sehen, wie er explodiert. Wie er Schutt und Asche wird, wegen der Furcht vor Allah Azzawajal. Schaut mal, was der Koran machen kann, mit Gegenständen, die nicht mal nachdenken können.
Ein Berg kann ich nachdenken, kann ich reflektieren, aber wegen der gewaltigen Sache vom Koran, ja, wegen dem gewaltigen Inhalt vom Koran, was er mit sich bringt, die Wahrheit, würde dieser riesige Berg zerschmettern, sagt Allah Azza im Koran. Und schaut mal bei den Sahaba, was dieser Koran gemacht hat, wie er sie transformiert hat. Aber warum passiert das mit uns nicht? Deswegen ist ein großer Unterschied, liebe Geschwister, zwischen Koran lesen, ja, so wie wir es heute machen. Wir lesen, wir denken darüber nicht nach, wir verstehen oft nicht, oft haben wir die Sprache dazu nicht, wir hören uns kein Tafsir an, wir studieren nicht den Tafsir, also die Bedeutung des Korans, die tiefgründige Bedeutung vom Koran lernen wir nicht, wissen wir nicht. Und wir bemühen uns auch nicht. Und deswegen macht das auch keine große Bedeutung. Ja, deswegen macht das auch keinen großen Unterschied. Man liest den Koran, auch im Ramadan, man liest den Koran vielleicht komplett einmal, vielleicht sogar zweimal, dreimal. Und Quantität ist vielleicht auch gefragt wegen der Belohnung. Aber diese Qualität fehlt. Diese Qualität, die der Koran mit sich bringt, dieses Nur, ja, dieses Licht, was er bringt, damit du den Weg erkennst zwischen diesen ganzen Dolomat, zwischen den ganzen Dunkelheiten, in denen wir leben, um uns herum, in uns, um uns herum, in unseren Geräten und überall, wo wir sind und wo wir hingehen. Ja, so viele Dunkelheiten, so viel Fitna. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt im authentischen Hadith, لا يأتي على الناس زمان يمر الرجل على القبر وفيقول يا ليتني مكانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, es wird eine Zeit über die Menschen kommen, der Mensch wird an einem Grab vorbeigehen und er wird sagen, ich wünschte, ich wäre an seiner Stelle. Er wünscht sich den Tod. So schlimm wird die Fitna sein. Er wünscht sich lieber unter der Erde zu sein als auf der Erde. Kann man sich das vorstellen? Eigentlich der Mensch, der will nicht sterben. Von der Natur her, der will nicht sterben. Wie in der Unterhaltung zwischen Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Aisha radiallahu anha. Als sie sagte, ja Rasulallah, aber jeder hasst den Tod doch. Ja? Und man hat Angst davor und so weiter. Ja? Und man liebt das Leben von der Dunya. Subhanallah. Aber die Fitna wird so hart sein, dass manche Menschen sich wünschen, lieber unter der Erde zu sein als auf ihr, weil so viel Fitna sein wird. In den anderen Hadiths, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, dass die Fitna so viel sein wird, so wie wenn du hungrige Hunde auf einen Teller loslässt, so werden die anderen Ummen, die anderen Gesellschaften, die anderen Länder über euch herfallen, über euch Muslime. Und im anderen Hadith, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, dass die Fitna so stark sein wird, كقطع الليل المظلم يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. Und die Fitna wird so viel, so stark sein, die Versuchungen, die Probleme auf dieser Erde werden so viele sein, dass der Gläubige morgens noch gläubig ist und am selben Abend noch ist er ungläubig. Oder er geht abends als Gläubiger ins Bett und am nächsten Morgen schon, innerhalb von wenigen Stunden, ist er schon ungläubig. Er verkauft seine Religion für einen geringen Preis. Geld, Frau, Job, Titel, irgendwas, Likes, Follower, irgendwas. Und er verkauft seine Religion. Und er ist raus aus dem Islam und raus aus dem Paradies. Und das ist die Zeit, in der wir leben, liebe Geschwister. Und deswegen ist es umso wichtiger eigentlich, dass wir den Koran lernen, dass wir ihn rezitieren und uns an den Koran festhalten. Warum? Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, huwa sabilun najah. Das ist dein Rettungsring. Das ist deine Rettung ist der Koran. Deswegen sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam im authentischen Hadith, was sagte er? Ich habe euch zwei Sachen hinterlassen. Wenn ihr daran festhaltet, ihr werdet niemals in die Irre gehen. Kitabullah wa sunnati. Das Buch Allahs, der Koran und meine Sunna. Wenn ihr daran festhaltet, ihr werdet nie in die Irre gehen. Und er sagte, beißt darauf mit euren Backenzähnen.
Das ist Paradies oder Hölle für Ewigkeit. Es geht hier nicht um Geld oder pleite gehen oder ein Haus kaufen oder ein Haus stürzt ab oder das irdische Leben. Es geht hier um Ewigkeit, Hölle oder Ewigkeit, Paradies. Und deswegen sagt er, beißt darauf mit euren Backenzähnen. Haltet daran fest. Es ist ein, wird eine Zeit kommen, der Gläubige hält an seiner Religion, wie er was hält? Wie als ob er glühende Kohle in seiner Hand hält. Und deswegen, liebe Geschwister, ist es umso wichtiger für uns, am Koran festzuhalten. Aber nicht nur das Rezitieren vom Koran, so wie wir es immer schon machen, sondern dass wir den Koran versuchen zu lernen und darüber nachzudenken und umzusetzen. Schaut auf die Sahaba. Gehen wir wieder zurück kurz. Schauen wir auf die Sahaba radiallahu anhum. Wie sie es ernst genommen haben mit dem Koran und was der Koran aus ihnen gemacht hat. Wie sie den Koran praktiziert haben auch. Gelernt und praktiziert haben. Warum hören wir, dass Umar ibn Khattab oder andere Sahaba radiallahu anhum für Suratul Baqarah, nur Suratul Baqarah, viele Jahre gebraucht haben? Um Suratul Baqarah auswendig zu lernen, Umar ibn Khattab radiallahu anhu, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte, ich sah in meinem Traum, dass ich von einem Gefäß getrunken habe und habe es an Umar gegeben. Dann haben die gesagt, oh Gesandte Allahs, was ist der Ta'wil, was ist die Traumdeutung von deinem Traum? Er sagte, Al-Ilm, das Wissen. Umar ist einer der wissendsten Menschen, die Allah also erschaffen hat. Einer der wissendsten Menschen von dieser Umma. Warum braucht Umar ibn Khattab mehrere Jahre für Surat al-Baqarah? Wo wir doch viele von uns können das in einem Monat lernen, in einer Woche, in drei Monaten. Ganz bestimmt nicht, weil wir besser oder schneller sind. Aber die Sahaba, nicht nur Umar, auch andere Sahaba, sie haben 10 Verse genommen. 10 Verse genommen. Sie gelesen, sie verstanden, versuchen zu verstehen, und dann haben sie die praktiziert, umgesetzt in die Tat. Und dann sind sie gegangen zu den nächsten. Dann sind sie zu den nächsten 10 Versen gegangen. Deswegen haben sie mehrere Jahre gebraucht, nur für Suratul Baqarah. Und deswegen sind sie geworden, radiallahu anhum. Möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Deswegen sind sie die Besten aller Menschen geworden. Weil sie den Koran richtig inhaliert haben. Ja, in sich genommen haben und praktiziert haben. Und die haben es geliebt und gelebt. Subhanallah. Deswegen hören wir Hadithe von den Sahaba radiallahu anhum oder vom Prophet Muhammad sallam, dass Umar ibn Khattab radiallahu anhum beispielsweise eine ganze Nacht im Gebet verbringt, womit? Amma yatasa'alun. Eine Sura, die kleine Kinder schon können. Dass Aisha radiallahu anha die ganze Nacht betet mit einem einzigen Vers aus dem Koran. Das zeigt uns, wie sie ja nicht nachgedacht haben. Wie einer von uns würde denken, ja, das ist ja langweilig. Ja? Nicht jetzt so in dem Sinne böse gemeint, langweilig oder so. Ne? Es wäre ja vielleicht sogar Kufr, so über den Koran zu sprechen. Aber er würde sich selber denken, ja, pff, passiert ja nichts. Ja, einfach Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, die ganze Nacht Surat al-Ikhlas zu lesen. Aber die Sahaba haben das gemacht. Warum? Weil sie haben es gelesen und darüber nachgedacht. Gelesen, darüber nachgedacht. Gelesen und geweint, gelesen und runtergegangen und wieder hochgegangen und immer wieder gelesen und darüber tiefgründig nachgedacht. Und dann sind sie geworden, was sie geworden sind. Die Besten der Menschen. Die gottesfürchtigsten Menschen. Oder Umar ibn Khattab radiallahu anhu, als zum Beispiel er einen Vers gehört hat. Inna adaba rabbika lawaqi'. Wahrlich, die Strafe deines Herrn wird eintreffen. Er ist umgefallen und war krank einen Monat lang. Krank, er wurde besucht. Sahaba haben ihn besucht. Einen Monat lang war er krank, bettlägerig. Weil er einen Vers gehört hat und er verrückt geworden ist. Warum? Weil er darüber nachgedacht hat. Was dieses Wort von Allah subhanahu wa ta'ala, die Wahrheit, bedeutet. Die Strafe wird kommen. Du kannst gar nicht entkommen. Die Strafe ist schon festgelegt. Außer die, die Allah azza wa jalla erbarmt. Und genauso auch in den Akhlaq, die sie hatten.
Ja, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er gefragt wurde, Aisha gefragt wurde, wie war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wie waren seine Charaktereigenschaften? Dann sagte er, er war ein Koran, der auf zwei Füßen läuft. Kana khuluquhu al-Quran. Er war wie ein Koran, der gerade auf zwei Beinen läuft, subhanallah. Und dann, liebe Geschwister, kommen wir vielleicht zum nächsten Punkt, und zwar die Vorzüglichkeiten des Koran. Die Vorzüglichkeiten des Koran. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte im authentischen Hadith, in Tirmidhi überliefert von Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass man für den Koran, für das Rezitieren des Koran, für jeden Buchstaben 10 Hasanat bekommt. Und er sagte, ich sage nicht Alif, Lam, Mim ist ein Buchstabe, sondern Alif ist ein Buchstabe und Lam ist ein Buchstabe und Mim ist ein Buchstabe. والحسنات بعشر أمثالها في الله زاد القرآن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث. Und die gute Tat ist immer mal 10. Das heißt, für jeden Buchstaben aus dem Koran, den du liest, für jeden Buchstaben kriegst du 10 Belohnungen. Und das ist Minimum. Das ist Minimum. Warum? Weil dann hast du noch Ramadan, wo ja oder Ashur al-Hurum, die heiligen Monate oder Shahru Ramadan. Besondere Tage, besondere Momente, besondere Orte, besondere Zeiten, wo die Belohnung vervielfacht wird. Das Hundertfache, das Siebenhundertfache, so viel wie Allah will. Wie viel Belohnung entgeht uns? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt im anderen Hadith, der überliefert wurde bei Imam Ahmed, dass der Koran und das Fasten für den Menschen Schafa'a machen werden am Tag der Auferstehung. Der Koran und das Fasten werden für dich Fürsprecher sein am Tag der Auferstehung. Was heißt Fürsprecher sein? Die werden deine Anwälte sein. Die werden für dich kämpfen. Und der Koran wird sagen, das Fasten wird sagen, ja Allah, ich habe ihnen verboten zu essen und zu trinken und Beischlaf. So lass mich für ihn Fürsprache halten. Und der Koran wird sagen, oh Allah, ich habe ihm die Nacht weggenommen, den Schlaf entraubt. So lass mich für ihn Fürsprache halten, fayashfa'an. So werden sie beide für dich fürsprechen. Also wenn du den Koran praktizierst, wenn du Zeit gibst für den Koran, der Koran wird für dich stehen, für dich dein Rechtsanwalt sein am Tage der Auferstehung, für dich fürsprechen und eventuell deine Haut retten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte im authentischen Hadith, dass Surat al-Baqarah und Surat al-Imran Fürsprache sein werden für den, der sie rezitiert. In einer anderen Überlieferung sagte er, die werden sein wie zwei Wolken, die ihn schützen. Surat al-Baqarah und Surat al-Imran, gibt es viele Hadithe darüber. Wenn du das Kapitel rausholst, Sahih Muslim, das Kapitel des Gebets. Das Kapitel des Gebets findest du sehr viele Vorzüge über den Koran. Authentische Hadithe, bei Sahih Bukhari genauso. Ja? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte über Surat al-Baqarah, inna akhdaha baraka. Surat al-Baqarah zu nehmen, zu lesen, darüber nachzudenken, praktizieren, Surat al-Baqarah zu nehmen, ist Baraka, ist Segen. Und es zu lassen, ist wie eine Hasra, wie eine, wie kann man das übersetzen? Das Gegenteil, ist. Allahu a'lam, wie man das am besten übersetzt. Ja? Und die Leute, die Magie machen, die haben keine Macht darüber. Es schützt sich vor Magie. Es schützt dich vor vielen Sachen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte im anderen authentischen Hadith, die zwei letzten Ayat von Surat al-Baqarah, Aman al-Rasulu, wer diese zwei liest, zwei Verse, die zwei letzten Verse von Surat al-Baqarah, liest in der Nacht, sie werden ein Schutz für ihn sein bis zum Morgen. Die schützen dich. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte über Ayat al-Kursi, das ist die gewaltigste Ayat im Koran. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte im authentischen Hadith, über Surat al-Fatiha,
Dass Surat al-Fatiha die gewaltigste Sura des Korans ist. Und er nannte sie Al-Shafia. Surat al-Fatiha ist die Sura, sie wurde genannt die Heilende. Im Hadith, der authentisch überliefert wurde bei Bukhari und Muslim, als die Sahaba radiallahu anhum ausgezogen sind und auf einer Reise waren. Und dann normalerweise bei den Arabern war das normal, dass du Reisende bei dir rasten lässt. Dass sie bei dir rasten können oder übernachten können. Und dann haben sie ein Dorf quasi gefunden und wollten gerne dort Rast nehmen, dort übernachten und dann weiterziehen. Und diese Leute haben gesagt, nein, ihr könnt hier nicht bleiben. Dann sind sie etwas weiter weggegangen und haben dort übernachtet. Und dann irgendwann ist einer von diesem Dorf zu ihnen gekommen, zu den Sahaba, und hat zu ihnen gesagt, unser Stammesführer, er wurde gebissen, ja, Schlange oder Skorpion, er wurde gebissen und wir haben alles versucht, aber wir finden keine Lösung, keine Heilung für ihn. Ja. Er ist dabei zu krepieren. Wir suchen nach einer, ist jemand von euch, der Ruqya machen kann? Hat ein Sahabi gesagt, ich mache das, aber ihr wolltet uns, ja, ihr wart gastunfreundlich, deswegen ich mache das nur unter einer Bedingung, ihr gebt uns so und so viele Schafe. Okay, haben die, wir sind einverstanden. Er ist mitgegangen und hat auf den Stammesführer von ihnen Surat al-Fatiha gelesen. Dieser Mann, er war gerade am Sterben, er ist aufgestanden. Im selben Augenblick ist er aufgestanden, er war kerngesund. Die Sahaba waren sich unsicher, dürfen wir das Fleisch essen oder nicht, weil die kannten den Hukm nicht. Und die waren nicht so wie wir, einfach erstmal Beute nehmen, erstmal essen, erstmal genießen, dann später gucken, ob es halal ist. Die haben ja, wir essen nicht davon, von diesen Schafen. Erstmal gucken, ob es halal ist oder nicht. Dann haben die es mitgenommen bis nach Al-Madina und haben den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt. Ist es halal oder nicht? Dann haben die ihn davon erzählt. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihm, وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا شَافِيَةً. Was hat dich wissen lassen? Dass Surat al-Fatiha die Heilende ist. Er hat die Heilende genannt. Und da sehen wir, liebe Geschwister, dass der Koran ist nicht nur Al-Haq. Im Koran sagt Allah Azza wa Jalla, هذا الكتاب, das ist die Wahrheit. Und die Wahrheit, in der es kein La Raiba fi. In dieser Wahrheit gibt es keine Zweifel. Und keine Fehler. In diesem Koran, Allah Azza wa Jalla sagt, dass dieser Koran Yahdi. Allah sagt im Koran, dass dieser Koran, er leitet dich recht. Er leitet dich zur Wahrheit. Dieser Koran ist das, der dir Licht gibt zum Paradies, der dir Licht gibt zu Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَهْدِي لِلَّتِهِ أَقْوَمْ. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in einem anderen Hadith, auch, ich glaube auch in Sahih Muslim überliefert, dass die ersten 10 Verse von Surat al-Kahf Schutz sind vor dem Dajjal. Ebenfalls in Sahih Muslim überliefert, dass die letzten 10 Verse von Surat al-Kahf Schutz sind vom Dajjal. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, der Dajjal und die Fitna vom Dajjal, es gibt keine Prüfung auf dieser Erde, die größer ist als diese. Subhanallah. Und was schützt dich davor? Der Koran schützt dich davor. Nur ein paar Verse schützen dich vor der größten Fitna, die auf dieser Erde passieren wird. Subhanallah. Die größte Fitna seit Allah subhanahu wa ta'ala die Menschheit erschaffen hat. Und schaut, wie viele Kriege es gibt und gab und geben wird. Dajjal und Ya'juj und Ma'juj und viele Fitnen. So viele Fitnen. Aber was schützt sich vor den Fitnen? Der Koran. Nur ein paar Verse vom Koran. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte über Surat al-Mulk, eine kleine Sura. Wenige Verse. 2 Seiten Koran. Er sagte, diese Sura schützt dich vor der Strafe im Grab. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte über Surat al-Ikhlas, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد. Sie ist ein Drittel vom Koran. Sie ist wie ein Drittel vom Koran. 3-mal Surat al-Ikhlas ist so, als wäre es der ganze Koran. Weil sie beinhaltet das Wichtigste vom Koran, und zwar den Tawhid von Allah Azza wa Jal. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der Surat al-Ikhlas, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد, 10-mal rezitiert, Allah baut ihm ein Haus im Paradies.
Wer hat das gemacht von uns? Wer macht das? Wer praktiziert das? Ja? Subhanallah. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte über Surat al-Falaq und Surat al-Nas, dass sie ein Schutz sind vor Shaitan, vor dem Dschinn und allgemein ein Schutz für den Menschen. Deine Versicherung ist das. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte über Surat al-Falaq, Surat al-Falaq ist eine Sura, wenn es für dich möglich ist, die bei jedem Gebet zu beten, so bete damit. Surat al-Ikhlas bringt dir die Liebe von Allah subhanahu wa ta'ala. Ein Sahabi war der Führer während einer Reise. Er war der Führer. Und er war mit anderen zusammen. Und er hat in jedem Gebet Surat al-Ikhlas gelesen. Qul huwa Allahu ahad. Oder nach der Sura, die er gelesen hat, Qul huwa Allahu ahad dazu gelesen. In jeder Rak'a hat er Qul huwa Allahu ahad gelesen. Dann wurde das, als sie zurückkamen, hat man das dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn gerufen. Und er sagte, warum machst du das? Er sagte, ja Rasulallah, ich liebe diese Sura. Und dann hat er ihm berichtet, was er bekommen hat von Jibril. Er sagt, Allah azza wa jalla liebt dich, weil du diese Sura liebst. Das passiert mit dem Koran, das kann der Koran mit dir machen. Schutz, Baraka, Segen, dich verändern, dich leiten. Und das ist, liebe Geschwister, im Allgemeinen in wenigen Worten zusammengefasst einige Vorzüglichkeiten des Koran. Und dann, liebe Geschwister, vielleicht als letzter Punkt, was auch sehr, sehr wichtig ist, dass wir darüber nachdenken, liebe Geschwister, barakallahu fikum, über wie wir mit dem Koran umgehen sollten, dass es vielleicht bei uns ein bisschen Veränderung bringt, in uns und um uns herum. Denn vor uns steht der Monat des Koran. Alleine schon das zeigt dir, liebe Geschwister, die Vorzüglichkeiten des Koran. Darüber kann man stundenlang reden. Leute haben darüber Bücher und Bänder geschrieben. Aber schaut, liebe Geschwister, was der Koran aus manchen Sachen gemacht hat und aus manchen Menschen gemacht hat. Der Koran wurde herabgesandt. Wer hat den Koran herabgesandt? Wer war der Engel, der zuständig war? Jibril a.s. Jibril hat den Koran herabgesandt und er wurde zum besten und gewaltigsten aller Engel. Der Koran wurde herabgesandt auf Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er wurde der beste aller Propheten. Und dieser Koran, liebe Geschwister, ist herabgesandt worden im Monat Ramadan und der Monat Ramadan ist der beste aller Monate geworden. Und speziell ist er herabgesandt worden in Laylatul Qadr. Und Laylatul Qadr ist besser als 1000 Monate. Schaut, subhanallah, was der Koran macht, wenn er herabkommt oder wenn er in eine Sache reinkommt. Er segnet es, er verändert es. Er macht es zum Besten, er macht dich zum Besten. Subhanallah. Und deswegen, liebe Geschwister, ist es an uns, was wir daraus machen. Schaut jetzt, Allah azza wa jalla hat diesen Monat so gesegnet und so viel Belohnung darin gegeben und so viel, yani, Subhanallah, so viel Licht gegeben in diesem Monat. Wie viele Menschen werden befreit vom Höllenfeuer? Inshallah, morgen im Vortrag werden wir über Ramadan reden. Speziell über Ramadan. Aber was passiert? Dieser Monat ist so gesegnet, weil der Koran ihm herabgesandt wurde. Deswegen sagt Allah im Koran, Surat al-Baqarah, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Es ist der Monat Ramadan, in dem der Koran herabgesandt wurde. Ramadan ist deswegen so gewaltig, wegen dem Koran. Es ist der Monat des Korans. Und es hat den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verändert, sodass er großzügig war wie Ar-Rih al-Mursala. Ja, wie ein unkontrollierter Wind, gewaltiger Wind. Er war so großzügig. Ja, wie ein unkontrollierter Wind. Er hat einfach gegeben und gegeben und gegeben. Und im selben Hadith steht was? Und Jibril ist zu ihm gekommen in diesem Monat und hat ihm den Koran beigebracht. Und er hat ihm den Koran unterrichtet und gelehrt. Ja, der Koran verändert dich, dass du dann geben kannst, dass du beten kannst, dass du stehen kannst, dass du aufopfern kannst. Der Koran kann dich verändern. Aber wir müssen, was wir verändern müssen, ist eine Sache. Und zwar das Problem, was wir haben, Wallahu a'lam, weil viele von uns oder die meisten, wir rezitieren den Koran mit unserem Mund und das war's.
Ja? Aber der Weg ins Herz ist verschlossen oder blockiert, dadurch, dass wir ein Raffler sind, dadurch, dass wir mit anderen Sachen beschäftigt sind. Mit Dunya, mit unseren Kindern, mit Geld, mit anderen Sachen, die wir vorhaben in unserem Leben. Haus bauen, Auto kaufen und Rechnungen bezahlen und Kinder und Schule und dieses und jenes. Weil wir, deswegen ist der Weg, da ist ein Cut drin, abgetrennt. Da ist kein Weg von unserer Zunge zu unserem Herzen. Wal'iyadu billah, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns einen Weg öffnen für den Koran, dass wir einen Weg finden in unser Herzen. Weil das würde uns verändern. Das würde unsere Situation verändern, liebe Geschwister. Und deswegen rate ich mir oder mir selber an erster Stelle und meinen Geschwistern danach, dass wir versuchen sollten, im Monat Ramadan nicht nur auf die Quantität, sondern auch auf die Qualität zu schauen. Manche von uns lesen den Koran vielleicht 3-mal zu Ende im Ramadan. Vielleicht 5-mal, vielleicht sogar 10-mal. Und wallahi, als ich in Ägypten gelebt habe, da waren Brüder und Schwestern und Mütter, die 30-mal den Koran zu Ende gelesen haben im Ramadan. Könnt ihr euch das vorstellen? Heutzutage eine Frau hat ein Kind oder zwei Kinder, die kommt auf ihr Leben nicht klar, die hat Psychose. Ein Kind, zwei Kinder, subhanallah, andere Mütter haben 10 Kinder und die studieren und unterrichten und arbeiten und machen Business und machen, keine Ahnung, Lehrerin und Sport und keine Ahnung, was sie alles machen. Und heutzutage ein Kind, wenn der Mann nicht da ist, die dreht durch. Subhanallah. Und wallahi, dort, ich habe das von unseren Shuyukh mitbekommen, von Brüdern mitbekommen dort, die lesen einfach jeden Tag einmal den Koran zu Ende. Das heißt, er ist 10 Stunden, 12 Stunden mit dem Koran. Das heißt, die anderen Stunden schlafen, essen, arbeiten, alles. Die leben einfach mit dem Koran. Aber worauf ich zurück wollte, ist, was wichtig ist, dass wir nicht nur auf die Qualität, auf die Quantität schauen, auf die, wie viele Khatamat wir machen, wie oft du Khatam machst, sondern dass wir vielleicht in diesem Ramadan uns vielleicht vornehmen, okay, normalerweise, ich lese 3-mal Koran zu Ende, das heißt jeden Tag 3 Juz, ja, 60 Seiten ungefähr, dann habe ich 3-mal im Monat den Koran zu Ende gelesen. Dass wir vielleicht die Absicht diesmal verändern, dass wir sagen, okay, statt dass ich beispielsweise 3-mal zu Ende lese, ich lese 2-mal den Koran zu Ende, halbe Stunde ein Juz, halbe Stunde zweiten Juz, manche brauchen vielleicht ein bisschen länger, 45 Minuten, was auch immer. Und diese andere halbe Stunde oder dreiviertel Stunde, dann lese ich nicht Koran, sondern ich lese Tafsir, die Bedeutung des Korans. Oder Asbab al-Nuzul, warum ist dieser Vers herabgesandt worden? Yani tieferes, gründigeres Wissen über den Koran. Oder hör mir Vorträge an über den Tafsir. Vielleicht Tafsir von Juz Amma. Die Suren, die wir jeden Tag lesen, aber fast gar nichts davon verstehen. Dann würde vielleicht auch unser Gebet auf ein anderes Level kommen. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte über das Gebet was? Inna ar-rajula la yansarifu min salatihi wa laysa min salatihi illa 'ashruha illa tus'uha illa thumunuha illa sub'uha illa sudusuha illa khumsuha und so weiter. Der Mann, er geht aus seinem Gebet raus, und nicht der Mann als Mann, sondern der Mensch, ja, Mann und Frau. Eine Person verlässt das Gebet, ja, beziehungsweise beendet sein Gebet. Und er bekommt von seinem Gebet nur ein Zehntel aufgeschrieben. Du hast gebetet, das komplette Gebet gebetet. Was schreibt dir Allah auf? 10%. 90% sind Flücken, sind weg. Die sind aber weg, verschwunden. Subhanallah. Oder? 20%, 30%, 40%, 50% und so weiter. Er bekommt von seinem Gebet nur ein Zehntel aufgeschrieben. Oder 2 Zehntel, oder 3 Zehntel, oder 4 Zehntel. Oder 15 und so weiter. Subhanallah. Und das gleiche ist auch im Ramadan, liebe Geschwister. Aber darüber reden wir morgen, inshallah. Ja? Du kannst 30 Tage fasten. Aber wie viel wird dir von deinem Fasten wirklich aufgeschrieben? Je nachdem, wie du fastest. Je nachdem, welche Sünden du begehst während des Fastens. Je nachdem, welche Absichten du hast und wie deine Absicht war und so weiter und so fort. Allah kann dir den ganzen Monat aufschreiben. Allah schreibt dir vielleicht auch weniger auf. Manche Leute schreibt Allah also gar nichts auf. Genauso wie im Gebet. Manche bekommen vielleicht 10% aufgeschrieben. Ein Zehntel.
Wie der Prophet sagte, manche kriegen gar nichts aufgeschrieben. Je nachdem, wie du fastest, je nachdem, wie du betest, je nachdem, was du machst in deinem Gebet oder in deinem Fasten und so weiter und so fort. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten, liebe Geschwister, dass wir inshallah uns vielleicht vornehmen, diesen Ramadan einfach ein bisschen von unserer Zeit zu widmen der Bedeutung des Korans. Was will mir Allah sagen? Denn das war Darbus Salihin, die vor uns gelebt haben. Ja? Der Weg der Rechtschaffenen und der Sahaba vor uns, das war deren Weg, den sie eingeschlagen haben, dass sie darüber tiefgründig nachgedacht haben. Deswegen haben sie gesagt, ich glaube, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu auf in dem authentischen Hadith, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ja ayyuhal ladhina amanu, o ihr, die ihr glaubt, dann hat er gesagt, mach deine Ohren auf, Allah redet jetzt mit dir. Entweder gibt er dir einen Befehl oder er verbietet dir jetzt etwas. Eins von beiden. Und Allah redet nicht mit den Gläubigen, sondern mit dir selber. Aber wer denkt darüber bei uns nach? Wir lesen einfach. Wir lesen, ja ayyuhal ladhina amanu, ja ayyuhal ladhina amanu, und wir gehen weiter und weiter und weiter. Aber keiner von uns fühlt sich angesprochen, dass Allah gerade mit dir redet. Und schau, subhanallah, noch abschließend vielleicht mit Surah Al-Fatiha, wie Allah diese Surah genannt hat, noch, habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, Allah hat sie da das Gebet genannt. Surah Al-Fatiha, das Gebet genannt. Im Hadith, der authentisch überliefert wurde, sagte der Prophet Muhammad s.a.w., dass Allah azza wa jalla sagt, Hadith Qudusi, قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي. Ich habe das Gebet zwischen mir und meinem Diener geteilt. Hälfte, Hälfte geteilt. Ja? Aber was meinte er mit das Gebet? Er meinte nicht das Gebet, das Gebet. Er meinte mit dem Gebet Surat al-Fatiha. Aber er hat das Gebet genannt. Er hat das ganze Gebet Surat al-Fatiha genannt. Ja? Um Surat al-Fatiha diesen Stellenwert zu geben, die gewaltigste Sura im Koran. Er sagte, ich teile das Gebet zwischen mir und meinem Diener. Also Surat al-Fatiha zwischen mir und meinem Diener. Dann sagt mein Diener, Alhamdulillah Rabbil Alamin, mein Diener sagt, Allah sagt, alles Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann sagt Allah azza wa jal, Hamidani Abdi. Allah antwortet dir, du redest gerade mit Allah. Wenn du richtig betest, du sagst Alhamdulillah Rabbil Alamin, alles Lob gebührt Allah. Aller Dank gebührt Allah azza wa jal. Allah antwortet dir und sagt, Hamidani Abdi, mein Diener ist dankbar zu mir. Ar-Rahman, Ar-Rahim, der Allerbarmer, der Barmherzige. Majjadani Abdi, mein Diener, Lob preist mich. Maliki Yawmiddin, der Herr, der Maliki, der König des, der Welten. Und dann sagt er, إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Und dann machst du diese Dua, اهدنا الصراط المستقيم. Oh Allah, leite uns in geraden Weg. Am Anfang, du lobpreist Allah. Allah sagt, mein Diener lobpreist mich. Mein Diener ist dankbar zu mir. Mein Diener. Und danach bittest du Allah um Rechtleitung. Den Weg derjenigen, die ins Paradies kommen, die rechtgeleitet sind und nicht den Weg der die in den falschen Weg oder der Irrleitung gefolgt sind oder über die Allah also zornig ist. Jedenfalls, Allah sagt dann, mein Diener hat gefragt, und mein Diener soll das bekommen, was er gefragt hat. Du hast gefragt nach Hidayah, nach der Rechtleitung. Du hast mit. Aber das ist nur, wenn du den Koran richtig rezitierst. Wenn du dabei bist, wenn du diese Dua machst mit deinem Herzen. Wenn du konzentriert bist mit diesem Koran. Weil Allah Azza wa Jalla steht vor dir. Wenn du im BGB stehst, nur wenn du mit deinen Gedanken dabei bist. Wenn du Allah also vergisst und du bist mit Business beschäftigt oder mit Frau und Kinder und Spaß und Fußball. Allah Azza wa Jalla wendet sich auch von dir ab. Allah braucht dich nicht. So steht es geschrieben im Hadith. Und deswegen, liebe Geschwister, ist das eine sehr, sehr wichtige Sache. Dass man ja nicht diese Sachen reflektiert über die Surat al-Fatiha zum Beispiel, dass Allah es das Gebet genannt hat. Warum? Weil es hat diesen Stellenwert bei Allah subhanahu wa ta'ala.
Und deswegen sollten wir versuchen, uns Ramadan vorzunehmen, mit dem Koran zu leben, aber nicht nur den Koran zu rezitieren, sondern auch wenn es vielleicht wenig ist, Juz Amma, oder die letzten Suren des Korans, Surat al-Fatiha, mal den Tafsir darüber zu lesen, Vorträge zu hören. Derjenige, der nicht so viel Zeit hat, im Auto unterwegs ist, Fahrer ist oder arbeitet oder so, mach dir Vorträge an, Tafsir, Arabisch, Englisch, sonst was, hör dir das an. Versuch darüber nachzudenken ein bisschen. Ja, oder eine Sitzung zu machen, oder nachts, wenn du nachts Koran liest, ein Teil, ja, die Hälfte für Koran lesen und die Hälfte vielleicht Tafsir zu lesen oder darüber etwas zu hören oder zu lernen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das richtige Verständnis geben über den Koran und uns zu denjenigen gehören lassen, die den Koran sein Recht geben. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns beigebracht über die Zunge des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass die Leute des Korans hum ahlullahi wa khasatuhu sind. Die Leute des Korans sind die speziellen Leute Allahs. Das ist die Spezialeinheit. Das ist die Elite von Allah. Allah hat sie zu sich quasi gezogen. Das sind meine. Ja, der Prophet Muhammad sagte, die Leute des Korans, das sind Ahlullahi wa Khasatu. Das sind meine Leute und meine ganz speziellen. Das sind meine ganz speziellen Diener. Die sind anders. Das sind ganz andere Menschen. Subhanallah. Und das kann der Koran aus dir machen und aus uns machen, wenn wir den Koran lieben und leben und verstehen und richtig rezitieren, so wie wir den auch rezitieren müssen. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat es uns beigebracht. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran in Surat al-Furqan, dass er sich beklagen wird über seine Umma oder Teile von seiner Umma, إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. O Allah, wahrlich, Leute von meiner Umma haben Hijra gemacht. Ausgewandert von was? Vom Koran. Die sind weggegangen vom Koran. اتخذوا هذا القرآن. Die haben sich entfernt von dem Koran. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht zu diesen gehören lassen und uns Hidayah geben und uns diesen Monat erreichen lassen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere Sünden vergeben. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. Habe ich etwas Richtiges oder Gutes gesagt, dann war das nur von Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine. Habe ich einen Fehler gemacht oder etwas Falsches gesagt, so war das nur von mir und vom Shaitan. والله ورسوله من براء. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.